So ein Schlüssel bringt mir, dass ich in diesen Raum, wo diese eine, also in diesem Auflevelraum, kann ich so Schließfächer aufmachen. Und dann kriege ich halt einfach kostenlos Munition oder Waffen oder, na, ich glaube keine Waffen, aber auf jeden Fall so kleine Hilfsmittel für das Spiel. Ich meine, ich habe dort 5 Schuss Schrotflinte gekriegt. Ich will nicht sagen, aber Schrotflinte ist etwas ziemlich Mächtiges, was man haben sollte. Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam hierher, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Ha. What the fuck? Ich habe trotzdem nicht gesehen, was da ist. Außer, dass da so ein gruseliges Haus steht. Ich höre Da hat sich was bewegt. Musik. Du bist fett. Und hässlich. Und du spürst noch nicht mal Schmerzen, wenn man dich anschießt. Holy shit, 3 Kopfschüsse. Ah, so fett wie der ist, hat aber auch genug Zeug hinterlassen. Kartenfragment 5. Gut. Ich wollte es so schnell wie möglich loslassen, sobald es anfängt zu piepen. Okay. V. Spritze. Sehr gut. Ich sollte die Effektivität von denen als nächstes erhöhen. Definitiv. Ah, wenn ich den verbrenne, sollte ich eigentlich ziemlich viele Kohlenhydrate verbrannt haben. Haha. Oder Kalorien. Kann ich das hier einfach so zerstören? Nein. Dann denke ich mal, dass ich da nicht lang kann. Ja, doch, ziemlich genau so Wir klang müssen das. los. Ah, hört ihr das? Gut. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns, so viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Und er hat sich lächerlich gemacht. Guck mal, Doktor, ich verschwinde jetzt für einen kurzen Moment. Oh. Bin ich woanders gelandet? Oh, sie ist weg. Ah, meine Karte. Eine Karte. Was? Aber es ist zu hell. Ich erkenne darauf nichts.
Auf jeden Fall baue ich langsam eine Karte aus. Fragt sich halt nur, wie viele ich brauche, damit es sich in irgendetwas entwickelt. Ah, da sind die Saves. Gut, dann öffnen wir mal zwei davon. Chat, ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 35. Warte. 6, 7 mal 3, 21. Plus 5 mal 3. Ja, ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 35. Das war ziemlich genau richtig. Für alle, die sagen, ja, aber es sollten 36 sein. Nein, ich habe bereits eins geöffnet. Beziehungsweise jetzt mittlerweile das zweite. 13. Okay, weil ich auf dieser Seite gerade eins geöffnet habe, fange ich hier an zu zählen. 3, 6, 7, das heißt das hier. Ah, okay. 5.000. Danke, Maxim. Ich kann nicht sprinten irgendwie. Und ich krieg einen Anruf. Kleinen Moment. So. Waffen. Erhöhen wir noch ein bisschen mehr den Schaden. Spannungsgeschwindigkeit. Oh, das ist nicht mal teuer. Das nehme ich. Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Die Nachladegeschwindigkeit, oh, 2000 Punkte, okay. 0,8 Sekunden für einen Halb, okay, das nehme ich. Okay, der Schaden ist hier ziemlich teuer. Oh, no. Okay. Sehr gut. Kritisch für eineinhalb. Ich gehe mal erstmal wieder auf die Reserve. Ich denke mal, ich sollte noch mehr Munition haben, bevor ich anfange. Ja, ich denke mal, Spritzen. Obwohl, Bolzen. Oh, ich kann beides machen. Okay, dann mache ich das so. Na? Gut. Und Bolzen kann ich herstellen. Das heißt, eigentlich sollte ich im Moment recht viel mit der Armbrust arbeiten. Oh, hier komme ich im Moment nicht raus. Das ist aber blöd. Oh, ich komme auch in die Richtung nicht mehr raus. Ah, doch. Ist das... Hier steht neben. Oh, ich habe ein Kartenfragment gefunden. Interessant. Ach, ich kann immer noch nicht sprinten. Ich glaube, nach und nach wird das hier alles geöffnet. Dann kann ich mal gucken. Nein.
Tja, er hat mich gewarnt. Hallo. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Ah, der Spiegel ist nicht zerbrochen. Das heißt, ich muss tatsächlich den... Lass mich los! Lass mich los! Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. What the fuck? Ah, ich kann wieder etwas schneller laufen. Okay, ist der Spiegel hier jetzt verfügbar? Nein. Ist denn überhaupt irgendein Spiegel wieder verfügbar? Ah ja, ich sollte vielleicht speichern. Ha. Gut, dass es mich nochmal hierher zurückgeschickt hat. Der Spiegel ist nicht zerbrochen. Der aber. Hell. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Okay. Machen wir. So, nehmen wir diese Axt, damit ich den ersten gegen... Was hat der Junge für ein Problem? Okay. Lassen Sie mich nicht zurück. Dann komm endlich. Okay. Achso, der Schatten ist anhand von meiner Taschenlampe entstanden. Steht irgendwo neben. Ich will nehmen. Was kann ich hier aufnehmen? Achso. Okay, dann will ich lieber das Hackbein haben. Scheint will ich doch nicht immer alles aufnehmen. Streichhölzer habe ich anscheinend voll. Er ist da runter. Oh Mann. Du, 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 du. Du, 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 du. Ah. Wieso ist jetzt hier plötzlich so schön hell? Oh, guck mal, hier ist so eine Kiste. Und wir finden Schrotflintenmunition. Hm. Wir müssen los. Nein, wir müssen den Typen, der hier ist, retten. Save Point. Wow, was ist denn hier los? Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hier ist was. Beruhige dich! Okay. Es ist unsichtbar? Ist es vorbei? Sind Sie noch da draußen? What the fuck? Es war unsichtbar. Ist es tot? Haben Sie es getötet? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Yep. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Hm. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Ich muss mal gucken, ob man ihre Schatten sieht oder sowas. Oh, hallo. Warst aber halbwegs gut versteckt.
Und die Flasche werfe ich auf irgendjemanden. Zum Beispiel auf den Doktor. Hä? Oh. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Ich werde auch nicht hinterhergehen. Aber irgendwie scheine ich nicht wirklich viel Auswahl zu haben, was ich zu tun habe. Ich will da aber nicht hinterher. Nehmen wir die Streichhölzer auf. Okay. Also wenn ich dem schon hinterhergehe. Was zur? Doktor? Leslie? Fuck. Okay. Etwas Blut. Erinnert mich ein bisschen an Shining. Was das bisschen Blut. Das einfach so durch eine Tür durchkommt. Holy fuck. Der Gestank hier drin. Die Fliegen. Der müsste doch kotzen. Ich kann mich nicht ducken. Ratet mal, wieso nicht? Stimmt, ich habe den einen Schalter im vorherigen Dings nicht aktiviert. Was er wohl hier verursacht? Ah. Kamera? Please? What the fuck? Die Kamera ist nicht zu bändigen. Ich habe so das Gefühl, dass hier jetzt irgendein ziemlich crazyer Motherfucker auftaucht. Und der ziemlich unfreundlich ist. Was war da zu verbrennen? Ah. Verstehe. Ah, shit. Ich habe einfach kein Glück. Das ist magnetisch. Die Decke ist magnetisch. Okay. Cool. Das habe ich aber ziemlich weit getan. Ich muss ein Masterball benutzen, um die Kamera zu bändigen. Ja, ich habe nicht genug Badges.
um die Kamera zu bändigen. Okay. Okay, hier ist nichts. Oh, ich sag doch, ein ziemlich crazy Motherfucker. Er selbst. Oder so. Ah, gut. Ah, sehr schön. Ah, nicht der Fettsack. Alter! Der hat ein Loch quer mitten im Gesicht. So in etwa buchstäblich. Kann man hier irgendwas aufheben? Er hat nichts fallen gelassen. Okay. Wie kann ich die Munitionsart wechseln? Ah. Okay. Bitches. Hallo, Bitches. Oh, das war's schon? Ach, komm, schick gleich noch ein paar. Ich war gelangweilt. Hab noch nicht mal angefangen, Leben zu verlieren. Die haben mich hier so gut ausgerüstet, ich dachte schon, holy shit, was da jetzt auf mich zukommt. Dann stehe ich da, kaue Kaugummi und trete Ärsche. Guck mal, eine blutende Wand. Blutende Wände sind ziemlich geil. Okay, das ist abgesperrt. Ist das der Professor, der da so tot rumliegt? Ja, das sieht ziemlich... Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße, weg hier. Ja, richtig.
Oh mein Gott. Oh fuck. Lauf. Okay, ich stelle fest, dass ich hier trotzdem nicht so ganz richtig bin. Wo muss ich hier lang? Den Hebel benutzen. Okay. Was weiter? Wo kann ich hier lang? Hier. Runter. Ich habe so das Gefühl, dass ich das behalten sollte. Was willst du, verdammt? Ja, einfach damit sie aufgehalten wird. Oh Mann. Schlage wieder. Oh. Fuck. Sie hat mich erwischt. Lauf. Was willst du, verdammt? Lauf. Okay. Oh, shit! Ich muss also das Ding im Fahrstuhl verbrennen. Sie entsteht in Leichen. Sie kann überall dort auftauchen, wo es Leichen gibt. Was willst du, verdammt? So, hier entstehst du schon mal nicht mehr, du Schlampe.
Okay. Ich hatte gerade für einen kurzen Moment unendliche Ausdauer. Verdammt, das war knapp. Okay. Ich glaube, jetzt kommt der Moment, an dem ich anfange, sie zu bekämpfen. Ah! Ich kann ihn nicht anschießen. Hier war gerade eben noch ein explosives Fass. Was? Falle ich schon wieder im Blut? Wait. Achso, nee, die Kamera ist nur gedreht. What?